Oh, guck mal, eine andere Position. Okay. Ja, Leute, Splatfest. Tag Nummer 2, der zweite und auch letzte Tag. Leider. Ich bin gespannt, was kriegen wir für Zahlen. Ich habe irgendwie gehört, ich glaube, man kriegt nicht mal jetzt das Mittelergebnis. Ja, passt. Danke dir, Kugelfisch. Danke. So, schauen wir mal, wie heute der Tag hier so läuft. Ja, leider heute ohne Sinrio. Ich wollte aber unbedingt den zweiten Tag nochmal rein. Ja, doch, Halbzeitbericht gibt es noch. Weil ich würde gerne das neue Lied hören. Oh, Nessie, ganz oben. Das ist krass. So, 3 Pub-Matches. Also die gibt's jetzt, so, wollte er sagen. Okay, Störwurf Manta Maria. Und genau, da möchte ich hin. Ich will gerne den 3 Farbkampf spielen. Ich spiele mit, brauche aber eine Sekunde oder ein paar Sekunden mehr. Ja, alles gut. Wenn du mitspielst, also ich wollte jetzt in den 3 Farbkampf ran. Also... Das Lied ist komplett neu. Ist gut. Ist gut. Finde ich nett. So. Ich glaube, so standen oft nie die Plätze da unten. Übrigens Gesundheit, Chelsea. Tut mir leid. War ein bisschen zu spät. Mhm. Hallo, mein Freund. Was hast du Neues? Neue Schuhe. Ich finde sie aber ganz gut. Die finde ich auch phänomenal. Ich bin 1000er da. Einmal Sternwert erhöhen. Und ja. So, was hast du? Habe ich schon... Das ist ein Spiel, das habe ich aber auch schon. Nie was Neues. Nee. Endspurthelm. Sieht sogar mega lustig aus, aber ich brauche die... Die Werte sind mir jetzt so nicht so wichtig, die haben. Ja, Lauftempo könnte man sogar nehmen. So. Ja. Bisschen enttäuscht. Ich habe ein bisschen mehr erhofft. Aber hey, kann ja nicht alles haben auf der Welt. Steht schon sehr ungünstig da. Also das ist so richtig so... Ach, guck mal, bevor du da hin willst. Ach so. Na, geht. Doch, stimmt. Ein bisschen seitlich. Gesundheit, Chessy. Schön. Schön, schön, schön. Ja, ich habe heute kein Ziel. Ich will einfach heute die Sachen wie immer so holen. Wie gesagt, ich will gleich den Dreifarbkampf einmal kurz bestreiten. Deswegen gehe ich da auch wahrscheinlich erstmal alleine rein. Und, ja, ich glaube, ich bleibe da sogar beim Blubbel erstmal. Deswegen. Achso, du bist soweit. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht. Wer spielt denn noch mit? Und dann würde ich jetzt erstmal, wenn nur aktuell. Okay, wenn aktuell nur Kugelfisch da ist, dann würde ich einmal gucken. Und dann spielen wir einmal zu zweit den Dreifarbkampf. Wenn das für dich okay ist. So. Also einmal beziehungsweise ein paar Mal. Weil das nervt mich leider so ein bisschen. Ja, ja, super. Einen würde ich halt gerne einmal ausprobieren. Also beziehungsweise ich will den einmal ausprobieren hier mit dem Markt. Ist da eine neue Map? Also neu, in Anführungsstrichen. Und dann mal sehen. Weil ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn ich jetzt nur auf Freunde gehe, ob man dann auch immer den Dreifarbkampf. Ich weiß das gar nicht mehr. Weil mit Sinrio war das ja auch letztes Mal, dass sich das, glaube ich, immer durchgemischt hat, ne? Oder haben wir speziell immer deinen Dreifarbkampf nehmen müssen? Ich habe keine Ahnung. Zweifelsfalle, wenn sich das eh mischt. Können wir ja später mal gucken.
Ach ja. Super. Ich habe jetzt gehofft, dass es mal langsam losgeht. Das wäre jetzt nicht so passend sonst gewesen. Will auch nicht zu lange warten. So, aha. So, was sind wir? Wir sind Angreifer? Angreifer, ja. Alles klar. So, dann bin ich mal sehr auf die Map gespannt hier. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das. Oh, Alter, also das ist schon viel Platz auf jeden Fall am Anfang. Also am besten wäre, wenn du gleich mal, weil du eine Färbewaffe hast, wenn du gleich mal einmal so hier rumguckst. Und den Start so ein bisschen nachfärbst, weil ich halt nur das Grobe machen kann. Super. Ah, shit. Echt gut Punkte, Alter. Ja, und am besten nicht sofort stürmen, sondern immer so ein bisschen gucken, dass man halt, dass du irgendwie bei mir in der Nähe bist. Sehr schön. Ah, shit. Hab ich den gegönnt. Ja, geil. Sehr schön. Da sind noch so viele Lücken. Also klar, so viel ändert das jetzt auch nicht um. Umso mehr, desto besser. Ja, scheiße. Ach, Mann. Ja, die Map, die ist schon ein bisschen schwieriger, weil die da irgendwie anders zusammen die Stellung halten können. Oh, ich hab den Mann. Sehr schön. Ah, Kacke! Noch eine Sekunde. Ja gut, aber ich glaube, wir wechseln gleich wieder in den normalen Dings. Kriegen wir echt nicht drüber. Nein! Nee. Ja, schade. Dafür, dass die zwei Signale hatten, hätten die nochmal eine Minute früher das gekriegt. Hey Fluffy, hi! Ja komm, kannst rausgehen, Kugelfisch, dann gehen wir in den normalen Modus rein und dann schauen wir mal. Ich denke mal, das wird sich dann auch, wenn man, wenn sich automatisch immer zwei dann nur da sind, dann müsste das auch zwischendurch auch mal in den Dreifachkampf reingehen. Oh, zweimal das Ding geholt. Fünf, ja, mit fünf Kills. Ja, gut. Ja. Ja, also wer mitspielt, möchte noch jemand, also Fluffy, bist du doch dabei? So. Mal Raum erstellen, ja. Gut, Raum geht auf, ihr könnt schon mal rein, ich stehe mal ganz kurz auf. Ja, sehr gern, ja super, dann könnt ihr schon mal rein.
So. Ach. Alles klar. Ich hätte gerade eine Nachricht gekriegt. Dann los. Hopp, hopp. Aha. Und nach der Runde werde ich wohl auch nochmal die Waffe wechseln. Oh, schon plus 2. Krass. Ich bin mal sehr gespannt, auch wie welches Team gewinnt. Also wenn das nächste ist, ja, ein bisschen schade, aber hey, so viele. Früher hat man ja viel, viel weniger im Supermuscheln gekriegt. Ist ja heute Gott sei Dank ein bisschen. Boah, Alter, ein bisschen mehr. Was muss ich denn jetzt von dem Energy so aufstoßen? Obwohl, es vielleicht wegen der Kohlensäure. Ich kriege eigentlich sonst nichts mit Kohlensäure. Krieg vielleicht die Tage so ein Sprudelwasser-Dings. Das wäre ganz cool. Noch mal gucken. Weil ich habe ja jetzt dieses Teil mit Energy. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Wenn wir das ganz praktisch. Boah, mir tut auch immer noch mein Hals weh, ne? Ich glaube, ich mache mir später wirklich einen Kakao. Das wäre, glaube ich, ein bisschen kontraproduktiv. Und den Tee. Noch einen Tee. Weißt du, was für ein Tee? Schmeckt's was? Nee, ich hab's noch nicht probiert. Ich trinke gerade ein anderes Energy-Ding. Nee, ich habe heute mit einer meiner Brüder darüber geredet und da habe ich gesagt, ich habe nur leider nicht so ein Sprudelwasserteil. Ach man, wieder das neue Lied. Und da meinte er, dass ein Kollege von denen eins hat und der wollte das wegschmeißen und es kann sein, dass der das noch stehen hat, weil da fragt er mal an, dann würde der das mir bringen, wenn bevor der das wegschmeißt. Ist halt nur verstaubt. Ja, reinige ich einmal. Also ich werde es auch nicht benutzen, so außer für solche Sirup-Sachen oder wenn halt mal Leute vorbeikommen. Weil ich war kein Sprudelwasser mehr so richtig. Also ich trinke es noch, aber... ich krieg da auch irgendwie Sodbrennen von und so. Und habe ich schon immer irgendwie. Ich muss sagen, heute schmeckt irgendwie das Leitungswasser auch nicht gut. Ein bisschen schade. Schmeckt heute irgendwie so muffig. Wie ist der denn jetzt erledigt? Au! Na. Ja, ich werde es mal die Tage probieren, ich guck mal. Ich weiß aber generell noch gar nicht, wie die Tage bei mir aussehen, so. Also, ob ich das dann irgendwie mal so ausprobiere oder so. Oder ob ich einfach mal dazwischen das trinke. Also ich meine aber auch mit... ich kann jetzt nicht sagen, ob ich das heute mache. Das wollte ich sagen. Ich bin selber mit anderen Sachen aktuell überfordert. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich nächste Woche mal ein bisschen schaue bezüglich Skin so ein bisschen runterschraube. Ich weiß es aber auch noch nicht. Weil ich habe jetzt wirklich, ich weiß nicht, ich fühle mich gerade so ein bisschen überrannt. Also zum Großteil, weil ich die Tage auch so viele Termine habe. Was für sein Bio? Schön. Oh, eine Aufnahme machen. Ich denke immer, da oben ist einer und das ist nur so ein Rettungsring. Sehr schön. Ach, Kacke. Jo, was? Ja, hätte ich noch früher gedrückt, damit ich vielleicht nochmal einen Schlag färben können. Naja. Nee. Obwohl, die haben bei sich nichts gefärbt. Jo. Tja, selber Schuldgegner.
Song ist on fire. Schön, schön, sag ich mal so, ne? 1143 Punkte. So, ich will aber die Waffe wechseln. Ei! Katalogstufe 35. Und pling. Sehr, sehr schön. Hm, was nehmen wir denn jetzt? Ach, guck mal! War das schon immer, dass ich hier die Emotes direkt wählen konnte? Ich glaube schon, ne? Doch, komm. Kopel ist Waffenpose. Waffenpose. Nehmen wir mal die. Und ich nehme den Bambusel. Nein, ich nehme den. Nee, ich brauche schon irgendwie sowas ein bisschen Hirntoteres. Ich brauche den da. Sehr, sehr schön. Ach ja. Ach ja, ach ja, ach ja. Also ich bin mal gespannt. Auf alles. Die nächsten Tage, auf heute, auf jeden Fall. Ich weiß es doch auch nicht. Hä? Was? Stimmt die Zuschauerzahlen heute wieder nicht? Können wir auch gleich einen Tee machen. Ist auch nicht verkehrt, ne? Nee, ich hab irgendwie... Ich hab seit gestern Halsschmerzen. Außer Anzeichen von Erkältung. Ja! Also ich hab bei mir so die Nase so ein bisschen zu. Ja, Halsschmerzen halt. Aber hauptsächlich so mandelmäßig. Ja, und so Müdigkeit, Schlappheit. Deswegen mal gucken. Ich würde ja sagen, okay, dann setze ich mich die Woche mal einfach hin und mach nichts. Aber ich wüsste nicht, ich hab keinen Bock. Ich hab auch keinen Bock auf Filme gucken oder sowas. Überhaupt nicht. Ich wollte gestern die Rocky Horror Picture Show gucken, weil ich gedacht habe, ach komm, so nach dem Stream vielleicht ganz lustig so, wäre auch einer der nächsten Filme, die ich gucken muss. Weil schon wieder ein Film nicht richtig datiert war. Ja, und dann habe ich den angefangen, kommt natürlich am Anfang Richard O'Brien, der da anfängt zu singen und ich dachte so, nee, das tust du dir heute nicht an. Also jetzt nichts gegen den Film, ja, aber ich konnte gestern wirklich kein Musical haben. Ich konnte es gestern einfach nicht. Ja, und dann habe ich halt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe irgendwas auf YouTube. Ich gucke gerade ein Let's Play zu Resident Evil 4, aber das alte. Das alte. Nicht das neue, da warte ich drauf, dass das noch jemand hochlädt, wo ich das gucken wollte. Ah, das ist ein Blubbel. Ja. Ja. Ja, ich gucke mal. Vielleicht auch die Tage mehr am PC sitzen. Also am PC sitzen, dass wir eine Form mehr Videos machen. Ich habe heute auch ordentlich Videos machen müssen. Ich habe heute Splatoon-Videos zum Teil geschnitten. Ich glaube, ich habe jetzt für 2 Wochen schon vorgearbeitet. Alle aktuellen Dings-Videos habe ich auch durch. Alle Metroid-Videos. Apropos, nächste Woche werden wir wohl Montag Lego der Hobbit spielen. Und wir werden im Laufe der Woche auch ein bisschen Metroid weiter zocken. Weil ich will damit fertig werden, denn ich will langsam mal wieder Breath of the Wild spielen. Bevor Tears of the Kingdom rauskommt. Das wäre vielleicht mal ganz vorteilhaft, so wisst ihr. Ob wir es hinkriegen? Wer weiß. Na, ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden im Metroid bestimmt noch doppelt so lange brauchen. Und das wäre ein bisschen ärgerlich, weil ich hätte... Also ich würde schon gerne das Spiel fertig kriegen. Also, beziehungsweise, ich würde gerne noch ein bisschen Tears of the Kingdom spielen. Das Ziel war ja eigentlich das Spiel. Also, Tears of the Kingdom so. Also. Nein. Tears of the Kingdom. Breath of the Wild. Wenigstens alle Schweine fertig zu haben und dann vielleicht schon mal Ganon zu besiegen. Und danach dann vielleicht dann New Game Plus weiterzuspielen. Weil dann hätte ich das anders mal gemacht. Das wäre dann ein bisschen anders abgestimmt gewesen. Wie ich jetzt so sagen. Nee, die haben sich gut formiert. Hier kommst du nicht vorbei.
Ich hätte doch die Blume behalten sollen. Vielleicht nehme ich jetzt auch die Blume. Ich glaube, mit der fahre ich heute wieder ganz gut. Ne, aber ich wünsche auf jeden Fall allen mit Erkältungssymptomen oder generell gute Besserung. Erkältung ist keine so feine Sache. Mm-mm. Überhaupt nicht. So. Müsste auch gleich noch einen Essenscoupon holen. Tipps für alle Leute. Immer Essenscoupons holen. Immer. Am besten, wenn ihr halt mit Leuten spielt, mit denen ihr gerne spielt, auch immer die Team-Coupons reinmachen, damit mehr Level oder sowas ist. Dankeschön. Früher habe ich das gar nicht gemacht. Deswegen, Senrio meinte ich schon gestern mit Splatoon 2 und tatsächlich hätte ich mal echt wieder Bock auf Splatoon 2. Ärgere ich mich auch so ein bisschen, dass ich da leider nie so richtig die Werte gelevelt habe. So, ich habe da so viel Geld und ich wusste auch irgendwann nicht mehr, wohin damit, aber ja. Hier gehe ich das jetzt nicht mal richtig an und habe aber trotzdem nie Geld. Naja, es gleicht sich ja aus. Besonders wenn man Salmon Run und so spielt, geht das eigentlich. Und hier ist ja auch das Messer. Oh, von jemand, der schon mal 100er Kampf gewonnen hat? Schön. Schön, schön. Gerade sagen, boah, ich habe schon über 1000 Punkte. Nein, eine Null zu wenig. Ich hoffe, es wäre möglich, 9999 Punkte zu sammeln. Das wäre krank. Das ist doch klar, was so das Höchste wäre. Ja, das war schön. Und das war nicht schön. Mm-mm, gar nicht schön. Also für mich nicht schön. Was ist hier denn alles los? Noch gar nichts. Von dem Lied gibt es übrigens ein Behind-the-Scenes-Video, wie das aufgenommen wurde. Das ist schon irgendwie lustig. Hey! Wer war das? Wie frech! Gehört, wieder jemand lang geflitzt. Junge, der hätte nur noch einen Schaden gebraucht und geht trotzdem zu mir hin. Ganz gut. Yeah. Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler. Schon sagen, das spielt sich schon recht ordentlich. Doch da oben. Ach ja, ich bin so ruhig, ne? Ich weiß aber auch nicht gerade, was ich so erzählen soll. Es ist halt echt nicht so viel los. Hä? Was war das denn? Achso. Nein, shit! Ja, aber es sollte eigentlich ganz gut gelaufen sein. Ja. Schön, schön.
Uiuiuiui. Ich hoffe, wir kriegen heute auch noch ein paar Muscheln dazu. Das wäre auch sehr praktisch für die neue Katalogstufe. Für mehr Kapseln. Kapseln! Oh. Schön, schön. Ich muss sagen, das ist bis jetzt auch eine ganz gute Runde. Oh. Und sonst so? Ich weiß kein Thema gerade. Ich habe irgendwie so Verschiedenes im Kopf. Ich weiß nicht. Habe ich schon erwähnt, dass ich meinen Star Wars Marathon fast fertig habe? Ja. Der läuft jetzt schon seit fast einem Jahr, wenn nicht sogar doch länger als ein Jahr. Aber ich meine jetzt letztes Jahr. Entweder habe ich wirklich letztes Jahr Anfang letzten Jahres angefangen und ich habe letztes Jahr im Mai angefangen. Weil ich meine, es wäre Mai gewesen. Dachte, der fällt jetzt runter. Und ja, ich bin jetzt tatsächlich bei Star Wars Resistance, was ich eigentlich skippen wollte. Ich wollte eigentlich 7, 8 und 9 nicht mit gucken, weil ich das eigentlich zusammen mit den Büchern lesen wollte, weil ich gedacht habe, ich bin ein bisschen früher fertig mit. Aber ja, ich musste. Ich habe jetzt Resistance fast durch, mir fehlen nur noch 2 Folgen. Und dann fehlt mir nur noch. Oh. Und dann fehlt mir noch Episode 9. Deswegen bin ich am überlegen, ob ich das heute sogar gucken soll. Und ich weiß es. Ich weiß es. Mhm. Sehr, sehr schön. Ja. Ach, shit. Ich wollte gerade sagen, boah, da kommen sie alle an. Ja, schön. Ach, kacke. Ja, das war ein ordentlicher Hammerwurf. Also den akzeptiere ich. Nein! Ein Thron gespawnt. Das wird hier direkt wieder platt machen. Beide. Oh, das ist der vierte. Ja, hab ihn! Ich kann jetzt nicht viel aufholen. Der eine hat auch das. Ah, ich glaube, der hat die Kugel nicht mehr zünden können, oder? Ah, aber wir haben alle zum Schluss noch geholt. Schön. Läuft, läuft. Huh. 11 Kills habe ich. 11. Das gibt schönen Level auf die Katalogstufe. Ich will die zu Ende der Season so voll haben wie möglich, Leute. Mhm.
Tschüss.